Wir von Oskar am Freitag TV sind heute hier zu Gast. Der Gotha wird es unschwer erkennen im Kaufhaus Jo. Es gibt ein paar Veränderungen hier demnächst und deswegen begrüße ich neben mir die Familie Wittenberg. In Gotha, glaube ich, noch unbekannte Gesichter. Das wird sich, denke ich, sehr schnell ändern, denn die beiden sind von der Kaufhausgruppe Moses. Und aus Jo wird in Zukunft Moses. Warum denn eigentlich und was heißt Moses? Können Sie mir das vielleicht bitte beantworten? Moses ist unser Kaufhaus in Bad Neuenahr, was 110 Jahre alt ist, also Tradition hat. Das haben wir vor 10 Jahren aus der Insolvenz übernommen. Und als wir im Juli 2013 den Jo im Galopp sozusagen übernommen haben, es war ein Wunsch des Gläubigerkonsortiums aus verschiedenen Personen, unter anderem auch der Vorstand von der KATAG, unserem Einkaufsverband. Dann haben wir zunächst einmal den Namen Jo gelassen, hatten aber in der Abwicklung ziemlich viele Probleme mit Lieferanten und auch der Name Jo war bei den Kunden nicht positiv besetzt. Und so haben wir uns dann entschlossen, nach einer Zeit von 9 Monaten die beiden Häuser Gotha und Saalfeld in Moses umzubenennen. Und somit ist auch unser Firmenname dann etwas kürzer. Wir müssen dann nicht mehr sagen Jo oder Moses Leininger Jo Gruppe, sondern jetzt reicht's mit Moses und Leininger Gruppe. Was heißt denn Moses? Moses ist der Name der Familie, die das Kaufhaus Moses in Bad Neuenahr vor 110 Jahren gegründet hat. Hat also keine abkürzende Bedeutung für irgendwas? Abkürzende Bedeutung hat es für Mode, Service und Sympathie, für die wir beide gerade stehen und was wir auch vorleben. Jetzt sagten Sie, dass Jo hat nicht die beste Meinung unter den Gothaern gehabt. Was macht denn jetzt das Kaufhaus Moses auf? Warum hoffen Sie mit diesem Konzept hier in Gotha dann erfolgreich zu sein? Darf ich das vielleicht Sie fragen? Sehr gerne. Also wir stehen dafür, dass wir ortsspezifisch arbeiten. Das heißt, wir beziehen unsere komplette Mannschaft mit ein. Wir haben ja alle Mitarbeiter damals übernommen und fragen die Mitarbeiter, was für den Standort richtig ist. Wir sagen also jetzt nicht, das, was wir an den anderen Standorten haben, setzen wir 1:1 auch hier um, sondern die Mitarbeiter, die hier Verantwortung haben, sind mit beim Einkauf dabei, die gehen mit auf jede Messe, die schauen sich die Ware an, die schauen sich die Lieferanten an und ziehen dann das heraus, wovon sie glauben, dass das für den Kunden in Gotha richtig ist. Das klingt ja nach einem spannenden Einkaufserlebnis hier in Zukunft. Sie sagten vorhin, Sie haben die Häuser von Jo Gotha und Saalfeld übernommen. Was waren denn gerade für diese beiden Standorte die entscheidenden Faktoren, warum Sie gesagt haben, hier darf es weitergehen? Die Gotha und die Mitarbeiter freut es ja sicher. Aber was war denn für Sie das Entscheidende? Ja, das Entscheidende waren tatsächlich die Mitarbeiter. Also wir sind damals mehr oder weniger inkognito hier aufgetreten und haben uns die Häuser angeschaut und haben uns vor allen Dingen angeschaut, wie die Mitarbeiter auf uns reagieren als Kunden. Und wir haben festgestellt, dass sie in dieser ganz schwierigen Insolvenzphase, wo man ja eher bedrückt ist und nicht weiß, wie es weitergeht, trotzdem sehr freundlich und sehr interessiert auf den Kunden zugegangen sind und sich um ihn gekümmert haben. Und das ist für uns das Allerwichtigste. Der Kunde steht für uns im Mittelpunkt. Und da haben wir gesagt, okay, alles andere, Know-how in Ware, Verbindung zu Lieferanten, das haben wir. Aber wenn die Mitarbeiter dann mitziehen, das ist für uns das Wichtigste. Für uns ist so ein Leitsatz: Der Mensch muss stimmen und die Ware muss stimmen. Und in Gotha und Saalfeld haben die Menschen gestimmt. Dann vielen Dank für diese Ausführungen. Jetzt vielleicht noch die Frage, die gestattet sei. Wir sehen ja hier schon einige Umbaumaßnahmen. Was wollen Sie denn konkret anders machen? Was erwartet denn den Gotha, wenn er zukünftig hier einkaufen geht? Ihn erwartet erstmal sehr sympathisches, freundliche Mitarbeiter. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dann wird der Laden, sprich unser Kaufhaus, als Erlebniskaufhaus aufgestellt. Das heißt, der Kunde findet hier, wenn er einen Anzug sucht, dann findet er eine entsprechende Auswahl, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Oder wenn die Dame Kombinationen sucht, wir haben jetzt neu Gary Weber bei uns, dann findet sie die Kompetenz, die sie in anderen Großstädten dann normalerweise auch findet. Also es geht querbeet durch über die einzelnen Artikelgruppen, über die Warenbereiche, bis hin hoch zu unserer Buchhandlung. Also hier kann man letztendlich dann, wenn man den Einkauf getätigt hat, sich stärken oben in unserem Bistro, in unserer Vinothek. Ich glaube,
wenn er dann fertig ist, er wird sich wohlfühlen, der Kunde. Was würden Sie denn einem Gotha sagen, der vielleicht, machen ja auch einige lieber nach Erfurt Fahrt zum Einkaufen oder lange nicht hier im Jo, jetzt Moses war. Mit welchem Satz möchten Sie ihn denn hier mal einladen, herzukommen, ihn begrüßen? Was wäre so ein Gedanke dabei? Was könnten Sie demjenigen oder derjenigen sagen? Schauen Sie sich um, Sie werden überrascht sein über die Freundlichkeit, über die Auswahl, die Sie in der Vergangenheit nicht gefunden haben. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber wir werden auf jeden Fall Sie an vielen Punkten überraschen. Alleine das Café ist ein Besuch wert, unsere Vinothek ist ein Besuch wert, die Spezialitäten und immer wieder etwas Neues für den Kunden in einer Vielfalt, die es in der Form, glaube ich, unter einem Dach auch in Erfurt nicht wirklich gibt. Oh, das sind ja hochgesteckte Ziele. Ich bin gespannt. Dann bedanke ich mich erstmal für dieses Gespräch. Eine letzte Frage noch. Wird man Sie auch in Zukunft nach dem Umbau öfter hier in Gotha antreffen oder geht's dann gleich weiter zum nächsten Projekt? Ich glaube, wir haben unser Herz in Gotha entdeckt. Und man kann jetzt schon sagen, nach dreiviertel Jahren, wir lieben diese Stadt. Die ist wunderschön. Und wir werden mindestens zweimal im Monat hier sein. Also, liebe Gotha, merken Sie sich diese beiden Gesichter. Sie werden sie demnächst noch öfter im Stadtbild sehen.